Johannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, USE 15051, 13403 Berlin, 2015, 4. April. An Frau Professor Diplompsychologin Dr. Phil Hertha Richter Appelt, Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie, Zentrum für psychosoziale Medizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistraße 52, 20246 Hamburg. Handbuch der Borderline-Störungen, 46. Kapitel Sexualität. Sehr geehrte Frau Professor Richter Appelt, praktischerweise beschreibt das Ihrem 46. Kapitel folgende 47. Kapitel Schlafstörung und tatsächlich alarmiert mich insbesondere Ihre Feststellung, dass einem dramatischen Ereignis vorbereitende oder auch kompensierende Fantasien vorausgehen. Hier bei uns auf Station 10B KMV Berlin lernte ich vor etwa einem halben Jahr einen jungen Mann kennenlernen, der mir das medizinisch-psychiatrische Gutachten zu seiner Person zum Lesen anvertraute. Tags darauf unterhielten wir uns über die Einzelheiten des von Professor B. von einer berühmten Berliner Universitätsklinik angefertigten Schriftstückes. Es stellte sich heraus, dass wesentliche Teile der, naja, Fantasie des Herrn ärztlichen Direktors entstammen. Bitte gestatten Sie mir, der Fairness gegenüber meinem Kameraden halber, zunächst die mutmaßlich wahre Geschichte wiederzugeben. Das Kind wird im Alter von 2 Jahren von der leiblichen Mutter getrennt und von der folgenden Stiefmutter gequält. Letzte Dokumentation des Kindernotdienstes stellt im Alter von 12 Jahren multiple Hämatome am ganzen Körper fest, von der Stiefmutter durch Kneifen verursacht. In das 13. Lebensjahr fällt auch die erste Ejakulation, die vom folgend beschriebener Videospielszene provoziert wurde. Im Trainingsmodus des auf Wehrlosigkeit eingestellten weiblichen Gegners bricht ihr der Avatar während des in die Knie zwingens den Arm. Gleichzeitig verrutscht der kurze Rock des weiblichen Gegners und lässt das Höschen erkennen. Etwa 2 Jahre später lernt mein Kamerad ein um ein Jahr jüngeres Mädchen kennen. Die beiden verstehen sich in sadomasochistischer Kohabitation. Dem Mädchen wird der stets zunehmende Grad der Gewalt jedoch bald unheimlich und sie trennt sich von ihm. In einem leerstehenden Haus kommt es dann zu einer Vergewaltigung des Mädchens durch meinen Kameraden mit Antrag des gemeinsamen Suizides. Ein großes Küchenmesser hat er vorbereitend mitgebracht. Die beiden verdanken ihr Überleben wohl der erstaunlichen Kaltblütigkeit des Mädchens. Was macht der Herr Professor Dr. Med. Dr. Phil B. daraus? Die ejakulationsprovozierende Videospielszene stelle das Zerstückeln einer weiblichen Leiche auf der Streckbank dar. In der Tat kennt mein Kamerad ein Videospiel, in welchem der besiegte Gegner zerstückelt wird. Dies lernte er jedoch erst in der hiesigen Jugendforensik, Lebensalter etwa 16, kennen. Eine Streckbank kommt nirgendwo außer in der Fantasie des OG-Sachverständigen vor. Nun ist es nichts Ungewöhnliches, wie Konrad in seiner forensischen Psychiatrie anmerkt, dass Sachverständige dazu neigen, sich selbst zu begutachten. Nach der Lektüre Ihres 46. Kapitels erscheint mir dieser Fall jedoch über das normale Maß des Verleumdens, Entrechtens und ewig Wegsperrens, wie es hier in Berlin Routine ist, hinauszugehen. Da scheint mir wirkliche Gefahr im Verzug. Wirkliche Gefahr scheint auch in der über das reine Tolerieren hinausgehende Promotion des extrem brutalen Videospiels GAT, Game Autosheft. GAT war bei der letzten Weihnachtsfeier hier Gegenstand einer Quizfrage seitens eines Arztes zu liegen. Zwischenzeitlich vor der Weihnachtsfeier hatte ich einen jungen Mann in meiner Nachbarzelle, den ich beim Spiel von GAT beobachten konnte. Selbstverständlich zeigte ich diesen Umstand der Staatsanwaltschaft an, nachdem entsprechende Intervention beim Personal fruchtlos blieb. Das hätte ich mir beides am tatsächlichen Erfolg gemessen schenken können. Trotzdem bleibt die Tatsache, dass die hinterhältigen Morde, werden die Versuche mitgezählt, 7 an der Zahl, mit einem Messer genau so im Videospiel vorgespielt bzw. fantasiert werden, wie sie auch ausgeführt wurden. Sexuelle Konnotation fraglos, Frotteurismus in der S-Bahn stand ebenfalls in angeklagtem Sündenregister. Wo soll das eigentlich hinführen? Perversion bzw. Fetischismus, in Klammern, ich finde Damenstrümpfe sehr interessant, jedenfalls wenn eine Dame damit begleitet ist, mit Kindesbrauch in einen begrifflichen Topf werfen, Paraphilie, und die wirklich Bösen sind jene, welche den Mord an der kindlichen Seele nicht mit dem tödlichen Ausgang begleiten. Und weil Letzteres dem Himmel sei Dank sehr selten ist, noch ein wenig nachgeholfen mit psychiatrischer Raffinesse, zwecks Züchtung einer hinreichend auffälligen
Anzahl schlechter Beispiele. Ein Werkzeug zur Schaffung einer beziehungsunfähigen menschlichen Rasse, die dann nur noch total beherrscht werden kann und will. Abschließend bitte ich Sie, sehr geehrte Frau Professor, um Ihre Motivation in dieses gemeingefährliche Tohuwabohu. Jener ödipalgestörte Kamerad ist nicht der Einzige, der unter den hiesigen Bedingungen geheilt wird, in Anführungsstrichen, beziehungsweise dann als geheilt entlassen wird, Störung einen oben angedeuteten Erfolg versprechenden Reifegrad erreicht hat, Klammer zu, einzugreifen. Zu fördern, jenen Teil der Pathogenese meines Kameraden aufzuschreiben, den Ihr chefärztlicher Kollege von der C in seiner stellvertretenden Chef-Selbstbegutachtung verdrängt. Am Mittag des Tattages besuchte mein damals 15-jähriger Kamerad seine leibliche Mutter. Es kam zu einem Streit zwischen den beiden. Die Mutter meinte, das spätere Opfer sei kein, in Anführungsstrichen, guter Umgang für ihn. Er hingegen vertrat die Auffassung, der derzeitige Freund der Mutter, Alter 15 Jahre, sei schlecht für sie. Ein, wie ich meine, interessanter Fall, in dem alle relevanten Fakten objektiviert sind. Herr, würde Ihnen gewiss zur weiteren Erläuterung zur Verfügung stehen, wenn es Ihnen denn gelingt, zu ihm durchzudringen. Mutmaßlich gehört er zu den in der deutschen Psychiatrie Verschwundenen, über deren ungewissen Verbleib das UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities mit Datum vom 17. April diesen Jahres zutiefst beunruhigt ist und über den es vom deutschen Staat dringend Aufklärung erwartet. Mit freundlichen Grüßen, J. Buhlmann.